Weiter geht's, ihr Lieben, mit einem neuen Video hier in Russian Fishing 4. Heute nicht am Yippie-Yama, Yippie-Yippie-Yay. Heute nicht am Yama. Ich war zuletzt am Yama und auf einen Tipp nochmal hin, dass es doch hier mit Top-Watern so fantastisch funktioniert. Und ich kann sagen, ja, es lübt. Also, ich habe tatsächlich im Stream jetzt die Tage nochmal schön, beziehungsweise im Stream schön entspannt auf Karpfen geangelt. Wir gehen auch gleich wieder nochmal auf Karpfen. Aber, was mir dann aufgefallen ist, nach rund 4 Stunden Angeln am Bernsteinsee, gut, es war ein bisschen Rumprobiererei, aber ich sag mal, dass diese rund 500 Silber an dem Gewässer in keinem Verhältnis zu den fast 500 Silber, 470, am Yama stehen. Das heißt, knappe, reden wir mal von 3 Stunden Bernsteinsee mit einer vernünftigen Frequenz. Es war keine Trophy dabei, schön entspannt. Ich sag mal so bis zu, so unter 15 Kilo waren die meisten Karpfen. Ein bisschen was rausgezogen oder ganz gut rausgezogen. Es war immer mal wieder was zu tun. Und eine halbe Stunde dann nach dem Stream habe ich gedacht, komm, testest du doch nochmal am Yama. Und zwar hier unten am 2,5 Meter, 2 Meter Loch, so in diesem Bereich, habe ich dann schön immer rausgeballert auf den Topwater-Ködern. Und zwar stand ich hier mit der Wexila noch ausgerüstet. Da. Mit der Wexila 7 Gramm bis 28 Gramm Wurfgewicht. Schön dicke, fette Rolle drauf. Und in dem Fall aber eine dünne Schnur. Das heißt, ich habe hier über 1 Kilometer Schnur auf der Rolle. Das heißt, da kann auch mal was Dickes rangehen. Den drill ich müde, Alter. Bevor der über die Grenze ist, habe ich den müde gedrillt. Ja, dünnes Vorfach, dünnes Set eigentlich. Ich habe auch mit 9 Kilo hier gestanden, auch mit 7 Kilo stand ich hier auch. Ist einfach ein bisschen zu heftig. Dafür ziehen die Fische und die Strömung einfach zu sehr ab. Aber die Topwater funktionieren, vor allem natürlich auch die Walker. Das werden die meisten wahrscheinlich mittlerweile wissen. Aber auch hier die Oric Walker funktionieren auch und die Popper haben sich auch nicht lumpen lassen. Wenn man Bock hat, das auszuprobieren, kauft die Köder vorher. Am Yama ist alles ausverkauft oder so gut wie ausverkauft. Lohnt sich in jedem Fall. Macht Bock. Man kann gerade mit den Topwatern einfach so ein bisschen auf entspannt. Man muss da nicht so ganz genau immer den Rhythmus einhalten und so, sondern einfach mal chillig ein bisschen was rausziehen. So, jetzt aber ab zum eigentlichen Geschehen. Ich gehe jetzt ab zum Bärensee und da sehen wir uns jetzt gleich wieder. Und da sind wir auch schon hier am Bärensee. Perfekt, legen wir los. Ich teste jetzt hier einen Spot vom Urflitzer, dem alten Grundangler. Der alte Profi, der hatte mich nochmal angewispert und meinte, Alden, probier mal am Bärensee auf Muschel oder so. Ja, irgendwo so hier in dem Bereich. Ne? Also ist ja hier bekannter Spot, 44,50. Gehen wir mal ein bisschen weiter rüber. 44,50, 22, 23 Meter, psch. Schön rausgeballert, zack, zack, so in das kühle Nass. Ich baue mal eben das Set zusammen. So, haben wir doch schon mal das eine Set zusammen. Die nächsten, hatte ich mir gerade gedacht, Alden, wieso auch nicht. Geh doch einfach mal mit einem etwas feineren Setup dran. Das heißt, das erste Setup ist jetzt wie folgt zusammengebaut, relativ dick. Und da ist sogar schon direkt was dran. Alter, ich werde wild. Ey, ich habe gerade erst ausgeworfen. Ich werde ja wild.
Also relativ großes Setup hier, um die 30 Kilo ist das alles eingestellt. Sehr schön. Direkt ein Schuppi hier, 4 Kilo. Zack. Und das Ganze ist eingestellt mit dem Pop-Up-Rig. Wenn noch nicht möglich, dann irgendwas in der Art zumindest probieren. Also was zumindest geschmacklich in diese Richtung geht. Knoblauch und Muschel. Pop-Up 20 habe ich. Dann Muschelgrün ist mit drin. Muschel als Dip. Und hier hatte ich jetzt nochmal vom Bernsteinsee eine Mische mit drin. Man kann das aber auch kombinieren, indem man hier diese Muschel- und Knoblauch-Boilies zerschreddert. Wenn man kein PVA hat, ist das wahrscheinlich auch alles nicht ganz so schlimm. Vielleicht eine Mische zusammenstellen, wo man Flusswandermuschel irgendwie mit reinmacht oder diese Muschelfeeds mit reinballert und sowas. Ich habe hier, wie gesagt, eine sehr muschelige, muschelkrabbelige Mische drin. Ich hoffe, das lübt. Bisher, wie gesagt, war ja schon ein Fisch dran, deswegen bin ich da ganz guter Dinge. Ziel des Ganzen oder Ziel ist für mich natürlich auch eine gute Stelle für die Barbe. Wenn ihr Barben fangen wollt, Alter, Barbe geht immer gut. Übrigens, ich gucke auch gerade nochmal eben am Bernsteinsee. Und der hat auch super funktioniert. 35 Meter Clip. Einfach nur mit dem Maiskorn. Ich gehe mal eben hier an den Bernsteinsee. Ich mache mal eben die Map auf. So. Und zwar ist das unten zwischen, das gibt ja diese roten Pünktchen, diese Angelspots am Bernsteinsee. Zwischen dem vierten und dem dritten. Also es ist ziemlich weit unten in der Mitte. In der Nähe vom 5-Meter-Loch. Koordinaten sind 124, 66. Da sind so ein paar Steine und sowas liegen da rum und so ein paar Seerosen. Und dann einfach gib ihn straight Richtung 5-Meter-Loch. Bam! 35 Meter, wie gesagt. Und da ging das wirklich gut auf fischige Sachen, auf Muschel oder auf Krabbe oder auf Tintenfisch und auf Kaviar hatte ich auch was dran. Also wirklich eine gute Stelle, ob mit PVA oder ohne, einfach nur auf Maiskorn, zumindest sehr, sehr ergiebig. Ja, aber kommen wir zurück zu diesem Spot, zu dieser Stelle. Bauen wir mal hier auch ein paar kleinere Routen zusammen, das heißt mit etwas weniger Tragfähigkeit. Alter, ich höre die Bremse. Langsam ein bisschen hochdrehen. Ruhig, Brauner. So. Brrr. Na, geht doch. Kleiner Amur, ne? Ja. Schön. 777777. Absoluter Lucky Amur. Sehr schön. So, mitgenommen, weiterwerfen, ganz entspannt hier auf die Muschel. Bisher schon top, kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Also, ich baller mir jetzt hier meine Setup zusammen. Ich habe hier die Alpha. 163 Meter Schnur jetzt hier mit einer schönen entspannten 19 Kilo Mono. Dann ballern wir hier einen, habe ich nicht noch ein dickeres Vorfach? Warte mal, ich habe hier 14,9 Kilo Tragfähigkeit, das heißt, ich mache hier 13,8 vom Vorfach, das lassen wir. Ich gehe aber trotz allem auch auf Pop-Up-Rig. Ändere hier das Lead-Core. Ja. 11 ist mir ja ein bisschen zu knapp, ne? Ich habe nur 22er. Dann machen wir das 22-6er. Mit dem Vorfach 1er-Haken groß. So. Und dann hauen wir hier drauf. Muschel. Hier mache ich mal jetzt kein 20er, sondern nur ein Muschel 16. Dann nehmen wir hier die nächste Muschel, Muschel grün. Dann nehmen wir hier die nächste Muschel als Dip. Und dann nehmen wir hier die dritte Muschel. Vertippt. Die nächste Muschel. Da ist sie, die Kuschelmuschel. Alter, ich bin vom Wurfgewicht drüber. 20 Gramm Inline. So.
Und dann hauen wir auch hier natürlich raus auf 22 Meter. Ich hoffe, ich komme da überhaupt mit raus. Jetzt 20 Gramm Blei. Ja, ja, knapp. Muss ich gleich maximal auswerfen. So. Dritte kleine Route haben wir hier auch schon so einigermaßen zusammengebaut. Pop-up-Rig auch hier wieder. So, und dann haben wir jetzt hier auch das nächste Setup komplett zusammen. Wir stellen hier nochmal den Clip ein. Zack, da geht einer rein. Auf der Alpha. Halt, maximal muss man auswerfen. Jawohl. So. Erster Biss hier auf dem etwas leichteren Setup, aber es fühlt sich noch gut an. Funktioniert. Ja, sieht gut aus. Und da haben wir auch schon den ersten Zielfisch. Ha! Die Barbe. Sehr, sehr, sehr geil. Zwar erstmal 1,5, aber immerhin maßiger Fisch. Und das ist halt das Geile. Barbe ist immer übelst ergiebig. Übelst ergiebig. Nehmen wir gerne mit. So darf das, ey. Mehr von den Barben. Ich bin sehr gespannt, ob wir da jetzt hier schön ein paar Barben rausziehen können. Also, feines Setup, kleines Setup, allerdings hier jetzt schon direkt auf Barbe getrimmt. Der Haken, das ist ein 1er Haken und hier auf der größeren Route ist ein 1-0er Haken, also nochmal ein deutlich größerer. Und ja, mit diesem etwas feineren Setup hoffe ich jetzt natürlich, hier ein paar Barben fangen zu können. Wäre nicht verkehrt und bisher muss ich sagen, von der Frequenz her, dafür, dass ich jetzt erstmal ja, mit einer ausgeschmissenen beziehungsweise Stück für Stück erstmal so eins nach dem anderen rauswerfe, noch gar nicht viel Futtermischer an dem Spot habe und so, fängt das schon mal gut an. Bei den Barben ist es immer so, es gibt so ein bisschen Fangzeiten. Gucke ich jetzt aber erstmal, ich teste jetzt erstmal eine Zeit, ob das jetzt gleich in den Abendstunden nochmal wieder losgeht oder vielleicht in den frühen Morgenstunden. Das war schon mal so, aber ob das jetzt zurzeit gerade auch wieder so ist, teste ich natürlich erstmal. Also bis gleich. Alter, und ich habe schon gedacht, sag mal, geht da überhaupt nichts mehr? Oh, danke. Alter, jetzt geht die dritte auch noch los. Guck mal, jetzt war hier wirklich die ganze Zeit Flaute. Und ich war schon ein bisschen kurz davor zu sagen, nee, Alter, was soll ich denn hier zeigen? Was soll ich denn hier zeigen, dass hier was funktioniert? Hier geht ja gar nichts. Krass. Aber es ist wirklich so, ne, beim Karpfenangeln braucht man einfach ein bisschen Geduld. Guck mal hier, wie das schön abgeht, ey. Auf 13 Kilo Vorfach, schön auf entspannt. Schön auf entspannt und zack, da geht's ab hier. Nice. Schön. Spiegelkarpfen, 6,5 Kilo, perfekt. Top, raus damit. So. Ich gehe übrigens immer noch ein bisschen mit nach vorne. Weil, wenn man so mit nach vorne geht, dann fliegt es gerade. Also beim Auswerfen, zack, nochmal so einen Schritt, ein, zwei nach vorne. Damit er schön straight geradeaus fliegt. Wohin soll. Gerade wenn man noch nicht geskillt hat. Dann geht das ganz gut. Alter! Yes! Die nächste Barbe, Alter. Die wollen wir. Sehr geil, Alter. Mehr davon. Mehr von den Barben. Und tatsächlich erst Richtung Abendstunden. Richtung Abendstunden ging es dann richtig ab. Ganz erstaunlich. Also es war jetzt wirklich Flaute. Und ich war echt kurz davor zu sagen, nee, Alter, was soll ich denn da zeigen hier? Sonntagmorgen? Sonntagmorgen? Das war zu weit. Sonntagmorgen, da muss ich ja hier ein bisschen Leistung bringen, Alter. Da muss man, man muss ja mal sehen, dass da was geht hier. An den Gewässern. Perfekt. Und es geht direkt weiter. Ohne Pause. Guck mal, da Ingame-Chat fragt schon direkt. Gleich mal drauf antworten. Aber da geht's schon los. Wo gehen die Barben? Wie gesagt, Barbe lohnt sich.
Lohnt sich immer. Lassen wir ihn nochmal ein bisschen zuppeln. Und da zieht er ab. Jawohl. Siehst du, kann ich noch gerade noch schnell den Text verfassen. Und ab geht es. Zack. Schön. Und die nächste. 2,9 Kilo, Alter. Ich bin sehr zufrieden. Und das ist halt das Geile eben, ne? Auch auf diesem kleinen Setup, auf diesem feinen Setup. Da kann man halt entspannt hier stehen. Gerade wenn du frisch Level 18 bist oder sowas, kann man das einfach mal machen. Weil diese Fische eben auch nicht so riesig groß sind. 8 Kilo, die Trophy. Der Garibaldi hatte gestern allerdings am Bernsteinsee seine erste Trophy gefangen. Nach Jahren. Auch sehr, sehr geil, ey. Ich hatte auch bisher erst, ich glaube, ich hatte bisher erst eine Barben-Trophy. Aber ich bin auch nicht der große Bernsteinsee-Angler. Ich glaube, wenn man viel am Bernsteinsee angelt, hat man die ab und zu mal dabei, so als Beifang. Na, was haben wir da? Schuppi, ne? Aber Barbe ist schon geil, ey. Wenn man die Chance hat, immer schön nutzen die Chance. So. Ja, also ich muss sagen, bisher sieht es wirklich schmackig aus. Macht schon Bock. Kann man so machen, so wie es aussieht. Lübt das hier ganz gut. Die ersten paar Fische sind drin. Wie gesagt, eine kleine Pause war hier. Man sieht es, hier waren so 4 Minuten dazwischen. Hier war ja noch Aufbau, aber hier dann so 4 Minuten dazwischen. Wieder 4 Minuten. Hier mal 10 Minuten oder nicht ganz, 6 Minuten. Ja. Und dann hier auf einmal ging es dann wieder ein bisschen los. Aber es ist halt ein bisschen tricky, ne? Ich hoffe, dass das nicht nur in den Abendstunden hier jetzt ablüppt, sondern dass wir jetzt auch den ganzen Abend, die Nacht durch hier noch was haben. Köder scheint jetzt mittlerweile, oder auch der Spot scheint angefüttert zu sein. Die Köder sind akzeptiert, die Muschelköder lüppen. Guck mal hier, sehr gut. Schön entspannt auch, wie gesagt, hier mit der Alpha unterwegs. Wenn ihr natürlich jetzt so eine HSV habt oder sowas, ganz entspannt. Schön mit der Monoschnur. Da seid ihr natürlich noch ein bisschen entspannter unterwegs. Ich werde irgendwann wenn ich mit meinem Grundangel-Account soweit bin, auch natürlich hier landen und mir dann fürs Grundangeln ist, ne? Also ist halt ein Grundangel-Account, natürlich dann die HSV leisten. Für die Allround-Angler unter euch dann hier, wie gesagt, mit den Alphas. Und wenn ihr die dann nicht mehr benötigt, weil ihr vielleicht ein besseres Setup schon habt, dann kann man die halt super für diese Winkelpicker hier verwenden. Dafür nutze ich die halt auch gerade. So, jetzt war hier ein angetäuschter Biss. Einmal auf der 2 und jetzt hier nochmal einer auf der 3. Zack. Der vollendet. Ich bin sehr gespannt. Hier ist, wie gesagt, der deutlich größere Haken drauf auf dem ganz schweren Setup. Und von der Action Bar her, wenn das so aussieht, dann könnten die schon so zwischen 6 und 8 Kilo haben, die Fische. Wäre für eine Barbe nicht schlecht, aber das sieht wieder ein bisschen dicker aus als eine Barbe. Jeppa, guck mal da, 6,3. Passt. Ja, für mich einer der entspanntesten und aber auch der glorreichsten Spots hier an dem Gewässer. Hier an der Schilfkante. Vor Jahren mittlerweile. Super Trophy, schwarze Amur gefangen. Genau da vorne so schön an die Schilfkante geworfen. Mit der ollen Kartoffel. Ging auch, ey. Wilder Drill. So, ich würde sagen, wir angeln hier noch ein bisschen weiter. Aber ich gucke gleich schon mal. Guck mal, der Exanto, Alter. Direkt hier rangekommen. Geht direkt auch hier auf Barbe, Alter. Unnormal. Ich würde sagen, wir gucken gleich noch schon mal in den Kescher rein, wie denn so die Preise sind von den Fischen, dass man sich da so ungefähr eine Meinung bilden kann oder einen Eindruck bekommt, wie viel Kohle man denn hier bekommt. Hier der Fisch ist gerade ausgeschlitzt, na? Hat noch nicht richtig gehakt.
Also es soll relativ kunterbunt sein hier von den Fängen, neben den ganzen verschiedenen Karpfen, vielleicht auch mal ab und zu eine Karausche oder sowas, kann auch gerne mit reingehen. Wie gesagt, hier auf den beiden Routen ja 16er Boilies, auf dem großen Set da drüben 20er und 1er Haken und 1-0er Haken, aber hier war deutlich mehr Barbe zu sehen momentan. Sehr schön. Also, schauen wir nochmal eben kurz rein hier. Was hat das denn jetzt in den paar Minuten, nicht mal halbe Stunde, mit Zusammenbau und allem drum und dran, sind wir hier schon bei über 100 Silber. Also, kohlemäßig lübt der Lachs. Gerade natürlich die Barbe, ne? Immer wieder geil, wie gesagt. 13 Kilo für so ein 2 Kilo, 13 Silber für so ein 2 Kilo Fisch. Perfekt. Aber auch die anderen hauen ganz gut rein. Amure, wenn ihr einen Spot habt mit Amuren, gerade in der Gewichtsklasse, guckt euch das an. Relativ schnell gezogen, der Fisch. 14 Silber. Also, lübt. Ich bin bis jetzt schon ganz zufrieden. Ich würde sagen, Petri, ihr Krachlatten, zieht raus die Brocken. Das waren jetzt einfach mal in diesem Video 3 Spots. Also mit diesen 3 Spots ab, ja, ins Wochenende. Wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Sonntag um 18 Uhr geht es dann schon los. Wahrscheinlich mit The Hunter Call of the Wild. Montags, Mittwochs und Freitags geht es dann weiter mit Russian Fishing 4. Und ja, haut rein, Petri, bis zum nächsten Mal.